3, 2, 1, los geht's, ab geht's, auf geht's, rein mit euch. Immerhin fackelt hier die Bude ab, also auf geht's, liebe Feuerwehr. Bidu, bidu. Flotti Karotti, jetzt wird gepumpt. Jawohl, hier die 8 mit der Schmetterlingstechnik, sensationell. Und nochmal der Hinweis, weil ich mich so gerne wiederhole. Im Anstehbereich ist das Tragen eines Hund- und Nasenschutzes Pflicht. Mhm. Und das Ding gehört über die Nase. Das ist eine 4-stündige Schulung bei mir. Danke. So, jetzt kümmern wir uns wieder um die wichtigen Dinge. Denn hier die Teams, die fighten. Hier geht es um alles oder nichts. Jetzt müsst ihr hier nochmal hier volle Power. Und natürlich hier nicht nur Power, sondern auch Ausdauer beweisen. Und auf der rechten Seite, das schaut gar nicht schlecht aus. Ja, das sieht noch besser aus auf der 6. Ein Kinderteam, und das finde ich immer besonders schön. Also 3 Kinder sind auf dem Rückweg, während die Erwachsenen nicht nur mit dem Alter zu kämpfen haben, sondern auch mit ihren Puddingärmchen. Und die Kinder flüchten da voll davon in einer fantastischen Geschwindigkeit. Und die haben jetzt nur noch 4 Meter vor sich. Ist das zu glauben hier? Perfektes Teamwork, weil die anderen, ich weiß nicht was, die versuchen hier zu löschen oder zu gießen. Pyramide ist nass, aber Feuer brennt. Und das Kinderteam gewinnt. 7-6 hat gewonnen. Allein gelassen von den Eltern, aber trotzdem gewonnen. Wahnsinn. Wir müssen hier kommen zu dir. Jemand Obergeil. So, bringen uns vor und sehen die Erwachsenen, die gegen euch gezeigt sind. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Erwachsene. Also 11 Erwachsene schaffen es nicht, hier unser Wahnsinn.